Leute, ihr habt wirklich ein Riesenglück. Seit heute könnt ihr in unserem Café Donuts kaufen. Eis, gib mir einen Schokodonut, okay? Ich bin besessen davon. Wir wollen Donuts mit Toppings und Puderzucker. Gigi, die Diät geht den Bach runter. Chili, warum? Gigi, ich liebe Donuts. Eis, Pizza. Ich will einen Donut mit Erdbeermarmelade okay, haben. Okay, die Donuts sind fertig. Leute, seid vorsichtig mit den Donuts. Esst nicht so viele davon, okay? Leute, hallo zusammen. Unsere Bunnies sind heute hier. Unsere Bunnies wollen nämlich eine Ankündigung machen. Sie wollen den Wettbewerb ankündigen. Hallo zusammen. Na Leute, seid ihr bereit für den heutigen Schönheitswettbewerb? Wir haben sonst immer Mädchen gewählt. Aber heute werden wir den attraktivsten Typen wählen. Süße Kerle, krass. Charmeure und Casanovas. Wow, genau das bin ich. Thomas, du solltest es versuchen. Du wirst gewinnen. Du bist der schönste Kerl im ganzen Landhaus. Ernsthaft? Ja, mach mit. Bros, was denkst du, kann ich die Nominierung Crush gewinnen? Ich bin nämlich echt ein Crush. Wenn ich an dem Wettbewerb teilnehme, hast du keine Chance. Leute, werden wir auch an diesem Wettbewerb teilnehmen? Ja, natürlich machen wir das. Dieser Wettbewerb ist von den Cheerleadern. Leute, tut mir leid, aber ich werde auf jeden Fall gewinnen. Ich nehme auch daran teil. Eis, da musst du mitmachen. Du wirst der Macho im Landhaus werden. Der beste Barista des Landhauses. Darf auch der Lehrer teilnehmen? Natürlich, Lehrer Mike. Alle Jungs aus dem Landhaus können an dem Wettbewerb teilnehmen. Der Preis wird sein... Als Preis erhalten die Gewinner... Ein Date mit uns Ratten. Dann machen wir nicht mit. Wir scherzen nur. Keiner braucht euch. Achtung, Achtung. Die Gewinner dürfen in den Club. Und zwar umsonst. Zum Club Lady Bunny. Und bleibt die ganze Nacht dort. Essen und Getränke kosten. Leute, heute habt ihr leider keine Chance, denn ich werde auch mitmachen und ich werde mich jetzt fertig machen gehen, okay? Oh ja, ich werde auf jeden Fall gewinnen. Okay, Jungs, ihr könnt euch schon mal fertig machen. Der Wettbewerb beginnt in 2 Stunden. Zeigt uns, was ihr drauf habt. Crushes des Landhauses. Dreht richtig auf. Jana? Layla? Jana, ist jemand für dich dabei? Wirst du für jemanden stimmen? Nein, Layla, sie sind alle nicht mein Typ. Wenn es Ruslan und Gleb wären. Wenn genau. Es Ruslan und Gleb wären. Ja, Ruslan und Gleb, genau. Also Mädels, lasst uns zu unseren Jungs gehen und ihnen sagen, dass sie am Schönheitswettbewerb teilnehmen sollen. Sie müssen gewinnen. Ich werde meinem Zack zurufen. Zack, du bist mein Schwarm. Bunnies, wo liegt das Problem? Ihr habt unseren Föhn benutzt. In unserem Badezimmer. Bunnies, wollt ihr uns verarschen? Diana? Frosche, es tut mir leid. Mein Haartrockner ist heute durchgebrannt. Ich hoffe, ihr nehmt mir das nicht übel. Und vergesst nicht, dass Diana euch ein Auto geschenkt hat. Es spielt keine Rolle, was sie uns geschenkt hat. Wollt ihr uns jetzt daran erinnern? Und wann war das? Kurz gesagt, betretet niemals unser Badezimmer, wenn ihr keinen Kaugummi in eurem Haar haben wollt. Ihr seid solche Frösche. Ihr seid solche Bunnies. Jungs, warum setzt ihr euch hin? So bekommt ihr flache Hintern. Dann seid ihr kein Crush mehr. Abby, was willst du von uns? Wir sitzen, weil wir müde sind. Wir haben die ganze Nacht nicht geschlafen. Wenn ihr nicht sofort aufsteht, dann werde ich euch alle vom Sofa abschütteln. Wie Äpfel. Ich kann es kaum erwarten, dass unsere Mädchen uns abholen. Stehen wir einfach auf, danach lässt sie uns bestimmt in Ruhe. Nein, wird sie nicht. Also Leute, aufstehen, aufstehen. Lasst uns mit dem Dehnen beginnen. Kommt näher heran. Streckt eure Beine und dehnt euch. Oho. Salina, es ist komisch, das jeden Tag zu essen. Ich liebe auch Nudeln mit Käse oder sowas, ja? Es gibt keine Nudeln mit Käse. Du bekommst Pfannkuchen. Die sind perfekt. Du wirst sie lieben. Du bist perfekt, ja? Salina, jemand ist vorbeigekommen. Das spielt keine Rolle. Nein, wir müssen die Tür öffnen. Die Bunny-Mädchen? Kostja, wer ist das? Die Bunnies. Soll ich ihnen öffnen oder nicht? Mach auf, sonst werden sie bis zum Morgen weiterklopfen. Okay, ich mach auf. Hallo Kostja. Hallo Salina. Hey. Oh, Salina macht wieder Pfannkuchen. Jungs, legt eure Hand auf euren Zeh. Beugt euch vor und drückt gegen den Fuß. Ziehen. Haltet euch aneinander fest. Mädels. Schaut euch an, was Coach Abby mit den Jungs macht. Sie trainiert uns nicht, aber anscheinend die Jungs. Hey Leute! Hey Coach Abby! Mädchen, lenkt die Jungs nicht ab. Das war's, Trainerin Abby. Ja, Mädels, holt uns bitte hier raus. Sie zwingt uns, uns zu dehnen und so. Nun, Mädels, danke. Ihr lenkt die Jungs davon ab, etwas Sinnvolles zu tun. Also, Leute, wir sind gekommen, um euch anzubieten, an einem Wettbewerb teilzunehmen. Und glaubt uns, ihr werdet gewinnen. Ja, wir haben schon an alles gedacht.
Habt ihr so etwas wie ein Haarspray zur Fixierung? Was für ein Wettbewerb, um unsere Stärke zu zeigen? Oder Intelligenz? Wenn es ein Schönheitswettbewerb ist, ich werde nicht daran teilnehmen. Warum? Jungs, heute werden wir die hübschesten Jungs im Landhaus wählen. Ihr müsst dabei sein. Und ihr wohnt quasi fast in dem Landhaus. Ihr seid Nachbarn. Jungs, wollt ihr wirklich die Herzen der Frauen erobern? Niemand stimmt für euch, ihr seid Zombies. Coach Abby, wenn du wirklich glaubst, dass Zombie-Typen keine Crush sein können, dann liegst du falsch. Unsere Jungs sind die Besten. Besonders mein Zack. Mädchen, was für ein Wettbewerb. Wer nimmt denn daran teil? Die Mädchen laden die Zombies zu einem Wettbewerb ein. Sie glauben, dass jemand für sie stimmt. Abby, du verstehst gar nichts. Abby, du verstehst gar nichts. Kostja, du musst zu dem Wettbewerb gehen und mitmachen. Willst du mich veräppeln? Ich und Schönheitswettbewerbe sind unvereinbare Dinge. Ich bin Footballer, kein Model. Also Leute, nehmt ihr am Wettbewerb teil? In einer Stunde geht's los. Ihr würdet alle in den Schatten stellen. Nein, ich werde nicht mit den normalen Menschen konkurrieren. Wenn es Typen wie wir wären, dann würden wir hingehen. Tut mir leid, aber wir werden nicht mitmachen. Das war's, Mädels. Die Jungs kommen nicht mit. Raus mit euch. Jungs, streckt jetzt eure Arme aus. Steht auf und richtet euch auf. Jetzt beugt euch nach vorne. Auf geht's. Wie schade, Jungs. Wir haben den Wettbewerb für euch gemacht. Nun, wie wir sehen können, mögen sie es viel lieber, sich hier zu dehnen. Mädels, ihr wollt keine Pfannkuchen mit Brokkoli? Nein, wir wollen keine Brokkoli-Pfannkuchen. Wie schade, dann muss ich das essen. Runter und dehnt euren Rücken. Berührt den Boden. Füße schulterbreit auseinander. Ich bin schockiert, Mädchen. Die Jungen weigern sich, an dem Schönheitswettbewerb teilzunehmen, weil sie zu viel Angst haben zu verlieren. Wir haben ihnen gesagt, dass sie gewinnen würden. Ja, Zack hat sich komplett geweigert mitzumachen. Echte Männer. Oha! Mädels, ich weiß, dass eure Stimmen für uns sein werden. Ihr wisst schon, wer die coolsten Typen im Landhaus sind, oder? Oh, wie süß! Die Basketballer, wie immer, so cool! Jungs, wir wissen noch nicht, für wen wir stimmen werden. Also Mädels, gehen wir uns umziehen. Wir sind die Moderatorinnen. Los geht's. Werden sie nicht für uns stimmen? Das werden sie. Sie spielen nur verrückt. Kommt, es geht gleich los. Lehrer Mike, du bist der einzige Crush in diesem Landhaus. Ich bin mir ziemlich sicher, dass du besser einen Tiffany-Anzug in der Farbe tragen solltest. Lehrer Mike, warum ein Tiffany-Anzug? Es ist Sommer. Zitrone. Nur Zitrone. Hör mir zu. Deine rechte Hand. Mädchen, das ist seltsam. Lehrer Mike und ein Anzug? Alle Jungs tragen nur Sommerkleidung. Das liegt daran, dass sie keine Sachen zum Anziehen haben, Lehrer Mike. Und wir haben Anzüge für dich vorbereitet. Tiffany. Zitrone. Tiffany. Okay, Laila, Zitrone. Gute Wahl, Lehrer Mike. Du willst immer nur das Beste. Vergeblich, Lehrer Mike, vergeblich. Deine Chancen auf den Sieg sinken gerade. Nun, Jana, Tiffany ist nicht meine Lieblingsfarbe. Also Mädels, wir sind Moderatoren eines Schönheitswettbewerbs im Landhaus. Wir dürfen nicht zu spät kommen. Eigentlich ist es sehr traurig, dass unsere Jungs sich geweigert haben, am Wettbewerb teilzunehmen. Mädels, habe ich recht, dass ich das längste Kleid trage? Du hast es dir selbst ausgesucht. Also Mädels, auf geht's. Beeilt euch. Hallo Landhaus. Hey, hey, ja, ja! Alles klar, Mädels? Bereit für ein bisschen Herzschmerz? Heute werden wir eine Menge gut aussehender Jungs sehen. Wählt die Jungs aus, die euch am besten gefallen. Stimmt ehrlich ab. Ja! Mädels, ich bin schockiert. Blondie wird für Smile jubeln. Wie ich sehe, wird Senja Romeo anfeuern. Die Frösche haben beschlossen, unsere Echsen zu nehmen. Also Mädels, lernt unsere Süßen kennen. Unser erstes Team von Crushs. Oh, seht euch das an. Die Mädchen schreien vor Glück, wenn sie ihre Crush sehen. Was für ein Anblick. Crushs, die unsere Ex-Freunde sind. Knopper, wir sind die Moderatorin. Tut mir leid, ich habe es vergessen. Mädchen, der erste Crush ist Romeo. 18 Jahre alt, sehr stark, intelligent und sehr gerecht. Der zweite ist Smile. 18 Jahre alt, gut aussehender Junge, egoistischer Narzisst und lustiger Typ. Tja, und weiter geht's. Nun Timur, unser dritter Crush. Wird bald 18. Schaut euch diesen gut aussehenden Jungen hier einfach an. Mädchen, trefft die richtige. Timur. Diana, warum hast du Timur so beschrieben? Das ist zu viel Ehre für ihn. Knopper, Mädels, beruhigt euch. Knopper, es ist nur ein Wettbewerb. Nun lernt unser zweites Team kennen. Die Cuties. Juhu. Also, lernt unsere Cuties kennen. Der erste ist Lehrer Mike. Groß, klug, blond und der netteste Typ. Juhu, ja, Lehrer Mike! Sie sind der Beste! Klar bin ich der coolste Lehrer. Also Mädels, ich stelle euch unseren zweiten Cutie vor, Ryan.
die Seele jeder Gruppe und immer zur Stelle, um zu helfen. Ein edler Ritter. Juhu, ja! Na, Mädels, was haltet ihr von unseren Cuties? Ich hätte nicht erwartet, dass Lehrer Mike so herausgeputzt ist. Er war der Letzte, von dem ich das erwartet hätte. Ich glaube, die anderen haben keine Chance. Lehrer Mike wird gewinnen. Mary, warte, du hast unsere nächsten Jungs noch nicht gesehen. Also, Mädels, lernt unser drittes Team kennen. Die Charmeure. Juhu, ja! 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 Juhu, ja! Patrick, du bist der Beste! Mars, du bist einfach hinreißend. Eis, du musst gewinnen. Nun, ich denke, die Charmeure sind nicht die Besten. Nun, Knopper, die Teilnehmer müssen verschieden sein. Also, Mädels, ich möchte euch den Charmeur Patrick vorstellen. Seht euch diese Lippen an. Sie verzaubern euch schon nach dem ersten Luftkuss. Juhu, ja! Ja! Und ich möchte euch unseren zweiten Charmeur Eis Barista vorstellen. Seht euch nur seinen gestreiften Anzug und seine Brille an. Ich bin sicher, dass viele Mädchen für ihn stimmen werden. Keiner wird für euch stimmen. Ich bin der charmanteste Charmeur hier. Das sehen wir dann. Mädels, das ist unser dritter Charmeur. Nicht nur ein Charmeur, sondern ein cooler Charmeur. Juhu, ja. Raus, zeig uns deine Augenbrauen. Juhu. Mädels, ich glaube, ihr habt euch alle unsere Charmeure angeschaut. Ich weiß nicht, ich glaube, die haben null Chancen. Mary, beruhige dich. Jeder Typ hat sein eigenes Fangirl. Diana, hol das vierte Team herein. Also Mädels, ich möchte euch unser letztes viertes Team von Schätzchen willkommen heißen. Lernt sie kennen. Ja! Lernt sie kennen. Juhu! Juhu! Ja! Mann, Leute, wenn ich mir die anderen Teams so anschaue, dann denke ich, dass wir schon ausgeschieden sind. Warte, Romeo, die Mädchen werden wählen, okay? Keiner weiß, für wen sie stimmen. Also ich bin ganz entspannt. Ich weiß, dass ich gut drauf bin und viele Mädchen für mich stimmen werden. Lehrer Mike! Lehrer Mike! Was, Browse? Woher haben Sie diesen Anzug? Browse, du stellst echt so viele Fragen gerade. Er hat sich halt sehr gut vorbereitet und trägt deshalb einen Anzug. Übrigens bin ich auch sehr schick angezogen. Ich bin auch stilvoll, seht ihr, mit Streifen? Leute, beruhigt euch. Ich bereue schon, dass ich an diesem Wettbewerb teilgenommen habe. Oh, ja! Also, liebe Mädels, lernt unser liebes Maskottchen kennen. Ein ehrliches, treues und flauschiges Schätzchen. Ja, bravo, 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 ja! Nun, ich bin nicht wirklich an der Nominierung der Schätzchen interessiert. Es ist mir also egal, wer gewinnt. Maskottchen, Thomas oder Dima, der Footballspieler. Was mich betrifft, so sollte Dima, der Footballspieler, bei jeder Nominierung gewinnen. Er ist so süß. Sophie, Timo wird gewinnen. Thomas, Thomas, du musst posieren. Niemand stimmt für dich. Carina, auf jeden Fall wird niemand für ihn stimmen. Also, unser zweites Schätzchen, Thomas. Also ist er nett. Ich weiß nicht viel über ihn. Er ist ein neuer Kerl im Landhaus. Aber wir hatten keine Probleme mit ihm. Also ist er nett. Seht euch nur an, wie schüchtern Thomas ist. Nastia, er ist das erste Mal bei einem Schönheitswettbewerb. Nun, das ist unser dritter und letztes Schätzchen. Dima, der Footballer. Er ist Single. Ja, ich bin ein Single-Footballspieler und ich möchte diesen Wettbewerb gewinnen und viele Freunde finden. Also stimmt für mich. Oh, ja. Dima, ich stimme für dich. Warte, warte, geh mal zurück zu den Fröschen. Oh, ja. Dima, ich freue mich für dich. Oh, ja. Man darf andere nicht ungefragt küssen. Sagt uns jetzt, wer der Gewinner ist. Mädels, beeilt euch. Lasst alle abstimmen. Es ist doch heiß in diesem Kostüm hier. Also, ihr Schätzchen, geht von der Bühne. Jetzt werden die Mädchen wählen, wen sie am meisten mögen. Aber Mädchen, denkt daran, für die Landhaus-Crush zu stimmen, nicht wahr? Trefft die richtige Wahl. Jetzt wird's eine Abstimmung geben. Wer ist der beste Crush? Junge, beruhig dich. Wir sind ein Team. Wir werden alle gewinnen. Ja, wir sind ein Team, aber es wird nur einen Gewinner geben. Habt ihr nicht zugehört oder was? Ich spüre, dass ich viele Stimmen haben werde. Ich weiß nicht, die Konkurrenz ist echt groß. Oh Mann, ich bin so nervös. Lehrer Mike, Sie sind echt bezaubernd. Ich habe keine Ahnung, ob jemand anderes eine Chance hat. Okay, Mädels, wir warten auf eure Stimmen. Und vergesst nicht, dass das Landhaus nur einen Gewinner haben wird. Und wir werden die Stimmen ausrechnen und den Gewinner wählen. Trefft die richtige Wahl. Meine Stimme ist für Lehrer Mike. Die erste Stimme ist für Lehrer Mike. Unerwartet. Ich bin für Thomas. Die zweite Stimme ist für Thomas. Wir sind für Lehrer Mike. Wir sind für Lehrer Mike. Und natürlich stimmen die Ratten für Lehrer Mike. Meine Stimme ist für Bros. Julie gibt ihre Stimme an Bros. Meine Stimme ist für Eis. Pizza für Eis. Und ich stimme für Smile. Die Frogs haben wirklich beschlossen, für die Basketballer zu stimmen. Das spielt keine Rolle, Mädels. Wir wissen, wer gewinnen wird. Ich stimme für Romeo. Senja stimmt für Romeo. Und ich stimme für Timur. Stella stimmt für Timur. Ich stimme für Dima. Sophie stimmt für Dima. Ja, Timur! 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 Ja, Timur!
Mädchen. Es gibt 4 weitere Stimmen. Wir stimmen für... Entschuldigung, Maskottchen. Für Lila Mai. Ja, ja, ja. Glückwunsch. Ich freue mich echt für Lehrer Mike. Er hat das echt verdient. Ich hätte gewinnen sollen. Mach dir nichts draus. Freu dich lieber für Lehrer Mike, ja? Mädels, ich kann kein Glück in euren Gesichtern sehen. Wo bleibt der Beifall? Lehrer Mike hat gewonnen. Beifall für Lehrer Mike. Herzlichen Glückwunsch, Lehrer Mike. Das ist alles nur wegen meines Zitronenanzugs. Kapierst du das, Jana? Leila, mach dir keine Sorgen. Nächstes Mal wird Lehrer Mike einen Anzug in der Farbe Tiffany tragen. Und er wird auch gewinnen. Herzlichen Glückwunsch, Lehrer Mike. Für Lehrer Mike. Lehrer Mike hätte nicht an dem Wettbewerb teilnehmen dürfen. Das ist ungerecht. Komm, gehen wir, Leute. Das nächste Mal ziehe ich auch einen Anzug an und dann wird der Sieg mir gehören. Lehrer Mike, du bist der Beste. Lehrer Mike, Lehrer Mike. Leute, danke an alle, die für mich gestimmt haben. Ich bin ein bisschen verwirrt, aber wahrscheinlich hat der Anzug seinen Zweck erfüllt. Ja, Lehrer Mike. Der Gewinner wurde falsch ausgewählt, Eis. Hör mal, bist du durcheinander? Dima! Leute, ich danke euch nochmals, dass ihr für mich an diesem Wettbewerb gestimmt habt. Lasst uns Lehrer Mike noch einmal gratulieren. Lehrer Mike ist unser Crush! Ja! Bravo! Super! Ja! Den, Leute, das ist ein Spagat, keine Flexibilität. Na los, Spagat! Na los, Spagat! Jungs, das Training dauert schon 2 Stunden und ihr habt immer noch keinen Spagat geschafft. Ihr seid doch aufgewärmt. Kommt schon, dehnt euch. Ich kann das nicht. Wir hätten lieber mit dem Mädchen mitgehen sollen. Ich kann nicht mehr. Wann wird dieses Training endlich beendet sein? Ich geb's auf. Ich bin nicht beweglich. Kostja, mach einen Spagat. Schau, wie ich das kann. Du musst das so machen. Kostja, mach einen Spagat. Mach schon. Salina! Oh mein Gott! Salina macht einen tollen Job. Jungs? Training, bis jeder von euch einen Spagat schafft. Wir sind zurückgekommen. Wow, ihr seid immer noch beim Stretching? Zack, du hast fast einen Spagat geschafft. Zack, ich verstehe das nicht. Bist du aus Holz? Was ist das für ein Dehnen hier? Mädels, ihr seid unsere Rettung. Habt ihr bei dem Schönheitswettbewerb für die Basketballspieler gestimmt oder was? Wer wurde zum Crush des Landhauses gewählt? Mädels, das ist ein schlechter Zeitpunkt. Aber wer ist der Crush geworden? Wer hat den Wettbewerb gewonnen? Lehrer Mike. Was? Mike? Der Crush des Landhauses? Wirklich? Ich dachte, Lehrer Mike nimmt nicht teil oder sowas. Es spielt keine Rolle, wer gewonnen hat. Mädels, bitte können wir spazieren gehen? Wir wollen ein bisschen in Training entkommen. Spazieren gehen? Kein Problem. Wir haben uns nach dem Wettbewerb gar nicht umgezogen. Wir können ins Café gehen. Wir können ins Café gehen. Mädels, ich weiß, dass ihr einen Freund habt, aber mit wem soll ich dann gehen? Mit uns, Mary. Kostja, wir kommen auch. Das war's, Abby. Das Training ist beendet. Tschüss, Abby. Wir gehen jetzt. Auf Wiedersehen. Bis dann, Abby. Ernsthaft? Ich bleib jetzt alleine hier? Du kannst deinen Dima anrufen. Ihr könnt ein romantisches Abendessen haben. Unsere Ex-Freunde haben ihr Team Crushs genannt. Was, wirklich? Ja. Lehrer Mike und Ryan waren so süß. Leute, like das Video, abonniert den Kanal, klickt auf die Glocke und wartet auf unsere neuen coolen Episoden. Tschüss an alle! Ich kann's kaum erwarten, dass die Mädchen uns abholen. Vielleicht stehen wir doch einfach auf und dann lässt sie uns in Ruhe oder so. 1, 2. Jetzt ist es lustig. Sogar Mama lacht. Okay, noch einmal. Nun, wie wir sehen, bevorzugen sie... 1, 2, 3. Wie schade, Leute. Wir haben den Wettbewerb nur für euch gemacht. Nun, wie wir sehen, bevorzugen sie... Warum lachst du? Kannst du dich beruhigen? Niemand wird für euch stimmen, okay? Nochmal. 1, 2, 3. Niemand wird für euch stimmen, wenn ich also... Und das ist Dima, unser drittes Schätzchen. Ein Single-Footballspieler. Ja, ich bin ein Single-Footballspieler und ich werde Gewinner, Mann. 1, 2, 3. Und das ist Dima, unser drittes Schätzchen. Ein Single-Footballspieler. Ja, ich bin ein Single-Footballspieler und ich will gewinnen. Also stimmt für mich, Leute. Danke an alle, die für mich gestimmt haben, Leute. Ich bin echt schockiert. Und ich habe mehr... Mann! 3,
Eins, zwei, drei. Leute, danke an alle, die für mich gestimmt haben. Ich bin echt schockiert, dass ich mich dann...